Hallo und willkommen zurück zu Minecraft Castaway. Wir waren ja beim letzten Mal hier stehen geblieben und haben hier die Lavaquelle gefunden, was auch äußerst super ist. Nur diesmal sind wir auf Grundgestein gestoßen. Okay. Gut. Diesmal werden wir uns auf die Suche begeben, dass wir nicht doch irgendwo ein bisschen was an Diamanten finden. Redstone ist natürlich auch schön. Aber ich hätte doch schon gerne lieber Diamanten gefunden. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Vielleicht ja jedes Kind. So. Ah ne, die Sticks, die habe ich ja hier. So, Sticks und das gibt laut Adam Riese das. So. So. Wie gut, dass ich zwei Spitzhacken gemacht habe. Ja, Freunde. Denn ohne würde das Ganze jetzt hier wieder anders aussehen. Vielleicht sollten wir auch in der Nähe der Lavahöhle weiter nach Diamanten suchen. Was, wir haben zu viel Redstone? Das geht? Ich will mich halt hier so gerade rüber bauen. Ich meine, mit so einem neuen Headset ist das ganz cool, wenn man die Sachen eher hört als wie vorher. Und ich höre voll das Ender-Portal und eigentlich will ich mich dem nicht nähern, aber wer weiß, dass es da noch gibt. Na, wer weiß das schon? Eigentlich würde ich sagen, dass du da hingehen kannst und da jetzt so. Na! Nicht so wirklich. Wisst ihr was? Wir bauen uns jetzt einfach mal so wieder hoch. Ja. Weil aus Gründen. Alter. Oder auch nicht. Haben wir etwa noch eine Höhle gefunden? Haben wir noch eine Höhle gefunden? Wer weiß das schon? Nein, sieht aber nicht nach einer Höhle aus. So. Nochmal hier erhellen. So. Gucken, wo wir jetzt hier rauskommen. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Niemand, niemand.
Ich dachte gerade so, oh, Tageslicht. Aber nein! So, zack. Würdest du mal bitte... Dankeschön. Ich will eigentlich nur raus hier. Aber selbst rausfinden gestaltet sich bei mir auch wieder total kacke. Deswegen frage ich mich, wie tief habe ich mich in den Berg reingebuddelt, ja? Kann ja nicht sein, dass das hier wie bei Moria ist. So. So, muss gerade nur noch mal was nachschauen. Und deswegen gab es einen kleinen Cut. Ich frage mich wirklich, wann wir zur Oberfläche wiederkommen. Die scheinen ganz in der Nähe zu sein, ich höre Schweine. Das muss ja nichts heißen. Ja, geil. Wirklich, wirklich geil. Wir sind kurz vor der Oberfläche. Und was passiert? Unsere Spitzhacke geht kaputt. Das Pech kann auch nur mir passieren. Und ich Trottel hab eben die Dinge zum Arsch gemacht. Mega gut. Die Sticks. Komm, ey, dahinter ist jetzt Freiheit. Ich hör's doch. Na, wir graben uns mit unseren Händen quasi raus. Wie so ein Zombie, der gerade auferstanden ist. Buddeln wir uns unseren Weg in die Freiheit. Ein planschendes Schwein und es wird immer lauter. Komm, mach keinen Scheiß. Und ich wette mit euch, bei meinem Glück steht da jetzt direkt ein Creeper und wir sterben. Mit Sicherheit. Wir hatten doch eine Spitzhacke gefunden. Ich wollte schon sagen, ich acker mich hier so doof, ja. Oh, das Sand, das Sand. Nein, nein, nein. Es flutet mir alles, es flutet mir alles.
Sind wir gerade gedroht zu ersaufen? So. Puh. Okay. Jetzt langsam wird's lächerlich. Ich will doch nur wieder an die Oberfläche. Ja, Oberfläche, Oberfläche, wir haben es geschafft. Und das auch nur direkt an unserem Haus. Mega gut, mega gut. Nichtsdestotrotz sollten wir jetzt nicht hier so rumdümpeln. Siehst du nicht, da ist direkt ein Creeper. Ja, geil. Ich habe jetzt auch keinen Bock, mich mit irgendwelchen Viechern zu battlen. Deswegen direkt mal ab nach Hause. Und dort erstmal ein bisschen was, naja, noch tun. So. Ab. Wir können ja eigentlich im nächsten Part mal hier langsam versuchen, unsere Hütte ein bisschen aufzufreshen. So, so das. Wir haben. Ich weiß gar nicht, wozu Lapis jetzt noch gut sein soll in der Version, aber okay. So. Können mal aus den ganzen Bruchstein-Dingern können wir einen Block machen, theoretisch gesehen. So, das machen wir jetzt auch. So viel wie wir davon haben. Kann ja nicht angehen. Was? Was? Das geht nicht? Es ist auch nicht hier. Entsorgung geht halt auch nicht. Das wirklich heißen, wir müssen uns dort wieder. Nein, oder doch? Wir müssen uns eine neue Truhe machen. Nein!
macht ja nichts, haben wir ja genug. Kann der andere Baum auch mal sprießen. Die wachsen ja von alleine dann. Denke ich, hoffe ich, glaube ich. Sollte zumindest so sein. So. Steuerung Q war's. Ich muss immer überlegen, wie die ganzen Commands sind. Das ist richtig, richtig grauenhaft. So. Und ja, hier muss ich mir auch noch was überlegen gleich. So. Eigentlich total sinnfrei, was ich da jetzt getan habe, aber okay. So. Kommen da jetzt nur so Sachen wie Steine und all sowas rein. Sachen, die eh keiner so braucht. Ja. Halt Baumaterialien. So Eichenholzbretter, bla bla bla. So. Diamantpferderüstung brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Aber noch mehr von den Mist quasi. Polierter Granit. Braucht auch kein Sau Granit. So. Okay. Das sind halt so Sachen, ja, die findest du dann irgendwann und weißt nicht mehr, ja gut, wohin damit und bla. Ne? Das ist so in erster Linie so. Also, habe ich jetzt das Holz weggetan in die Kiste. Die Eichenholzbretter, die wollte ich mitnehmen. Weil daraus machen wir uns jetzt Sticks. Denn wir brauchen wieder. Naja. Equipment, ne? So. Und zwar brauchen wir eine neue. Wie heißt das nochmal? Ja, diese Steinhacke. Nur wir machen jetzt keine Steinhacke, sondern eine Eisenhacke. So. Gut, gut, gut. Die war genau falsch, aber gut. Okay. Weil wir werden jetzt hingehen und hier das ganze Ding quasi abkassieren. Weil bringt uns nichts. Wenn es ja halt wie gesagt, schon da rummagelt und es obendrauf nichts wird, setzen wir halt hier so die Felder zwischen. Wenn es halt effektiver ist, dann ist das so. Ja. So. Okay.
Hier sind dann die restlichen. Das bedeutet, wir gehen jetzt hin und sagen dort, weißt du was? Die werden wir natürlich jetzt gleich noch auffüllen wieder. Das ist ja... Das sollte jetzt nicht so sein, dass da jetzt nichts mehr ist. Wir haben ja da vorne unseren nettes Ding. Schöne Quelle. Wo wir immer hinlaufen können und auffüllen. Anders mal so. Kannst du hier hingehen, dir was rausnehmen, immer schön aus der Mitte. Und dann bepflanzen wir den ganzen Kack jetzt. So, an. So. Dann sollte das auch schneller gehen. Meines Erachtens. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. So. Dann haben wir Skyfarm 2.0. So. Das ist natürlich auch mal ganz, ganz, ganz wichtig, dass man halt produktiv lernt, um dort die besten Ergebnisse zu erzielen. Also auch an die ganzen Kids da draußen. Wenn ihr vorhabt irgendwie, was heißt vorhabt, ihr müsst ja lernen, auch fürs ganze Leben hin immer. Macht es so, dass es produktiv ist. Nicht, dass ihr sagt so, ja, ich mach das jetzt so und so lange und dann ist gut. Nee, ist es nämlich nicht. Ihr müsst immer für euch lernen, für das ganze Leben. Ihr lernt für niemanden anders. Das kann ich euch schon mal sagen. So. Wie viele Kartoffeln? Nur eine Kartoffel? Was sehe ich denn, wenn die Kartoffeln reif sind, ey? Egal. Wir können ja... Jetzt ist das fertig, das ist fertig. Und ich würde sagen... Na, wir verabschieden uns. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.